Persönlich ist darum erfolgreich, weil es das Normalste darstellt, was Menschen machen. Sie reden miteinander. Ach, da gibt es eine Haufen Erklärungen im Publikum. Es ist lebendig, es ist einfach. Die Leute, die das machen, machen das recht. Persönlich ist für mich erfolgreich, weil es Leute zusammenbringt, die man vielleicht sonst nicht in dieser Konstellation würde, miteinander in ein Gespräch kommen. Ich glaube, es ist erfolgreich, weil es auch immer wieder ein bisschen anders geworden ist. Am Anfang mit 3 Leuten, dann 2 Leute. Heidi Abel hatte mal 4, 5 Leute gehabt. Jemand hat nur 1 Person gehabt. Ich hatte lange auch nur 1 Person gehabt. Also der Wechsel in das Offene. Und dann tatsächlich, weil die Leute sich für andere Leute interessieren. Darum haben wir auch den Titel persönlich gegeben. Alle diese Geschichten kommen nicht irgendwie aus einem Drehbuch. Das sind alles Menschen, die aus ihrem Innersten auch erzählen, die ihre Lebensgeschichte erzählen. Und was willst du mehr? Echter geht es nicht. Und Echtheit ist das, was zeitlos ist. Weil Menschen im Mittelpunkt stehen, weil Menschen ihre Geschichte erzählen. Und weil Menschen manchmal in dieser Sendung, je nachdem wie gut es der Moderator oder die Moderatorin macht, von sich etwas preisgeben, was man nicht weiss, was man nicht erwartet hat, was einem vielleicht auch in der eigenen Erlebnis- und Gefühlswelt und Lebenswelt abholt. Ich glaube, es interessiert nichts so wie Geschichten von anderen Menschen. Es ist einfach, es ist simpel, aber es ist bestechend, glaube ich. Einfach, dass Menschen von sich erzählen, Persönliches erzählen, dass auch 2 Menschen sich treffen. Das ist auch, denke ich, sehr unique irgendwo durch. Und weil der Sendeplatz am Sonntagmorgen 10 bis 11 die schönste Stunde der Woche ist. Entweder geht man in die Kirche oder man sitzt daheim am Küchentisch und hört einander oder anderen Menschen zu. SRF 1